Hallo zusammen, ich möchte euch herzlich willkommen heißen zu meinem neuen YouTube-Kanal Creative Stuff by Gabriel. Kurze Einleitung, nachdem das heute mein erstes Video ist, möchte ich euch erstmal ein bisschen was zu mir erzählen. Also, ja, ich heiße Gabriel, bin beruflicher Fotograf und leidenschaftlicher Filmer. Ich mache hauptsächlich Hochzeiten, Porträtaufnahmen, Landschaftsaufnahmen, Sportaufnahmen, sowas im Bereich Mountainbike und Downhill und fotografiere aber auch sehr gerne Hunde. Liegt natürlich auch daran, meine Frau und ich, wir haben uns vor ein paar Wochen einen weißen Schäferhund als Welpen geholt und liegt natürlich auf der Hand, dass der öfters dann auch mal fotografiert oder gefilmt wird. Das heißt, da wird es auf jeden Fall das ein oder andere dazu zu sehen geben. Genau, und in diesem YouTube-Kanal geht es darum, dass ich euch zeigen möchte, was denn so mein Blickwinkel oder was so meine Meinung zu dieser Kunstform ist. Also das heißt, ich möchte euch erzählen, warum mir manche Motive ins Auge springen, warum ich das dann fotografiere, wie ich das fotografiere, was ich da genau sehe. Ich möchte euch was zu Kompositionen erzählen und Arten, wie man beim Fotografieren schon später die Nachbearbeitung im Kopf haben kann und das dann eine schöne Symbiose gibt. Dann ja, erzähle ich euch natürlich noch, worauf ich bei der Bearbeitung achte. Es wird auch weitreichende Tipps zu Lightroom und Co. geben. Da gibt es bestimmt auch den einen oder anderen Kurzfilm, Behind-the-Scenes-Aufnahmen und ja, nachdem ja der Kanal Creative Stuff bei Gabriel heißt, gibt es dann auch das ein oder andere, ich nenne es mal kreative Nebenprojekt. Da möchte ich jetzt an der Stelle noch nicht zu viel verraten, aber da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Und ja, genau, ich möchte heute auf jeden Fall mal mit einem Landschaftsbild anfangen. Man kann es vielleicht hier im Hintergrund schon ein bisschen sehen. Ich war mit meiner Frau wandern, habe da ein paar Fotos gemacht und zeige euch jetzt in meiner Vorauswahl, wie ich mich dann für das Endbild entscheide, was ich dann damit mache. Also das heißt, Schritt für Schritt, wie ich es bearbeite. Und ja, zeige ich dann natürlich das endgültige Bild, vorher, nachher. Erkläre einfach, was mir dabei durch den Kopf geht. Bin mir sicher, das ein oder andere lernt ihr da bestimmt dabei auch. Genau, dann würde ich sagen, bringen wir einfach mal direkt in den PC. Und legen los. So, und somit sind wir schon auf meinem PC. Ich habe jetzt hier einmal mehrere Bilder zur Auswahl. Genau, das ist im Prinzip so ein kleiner Wasserfall. Ich war eben mit meiner Frau unterwegs beim Wandern. Ich hatte kein Stativ dabei, weil es auch wirklich nur eine kleine Wanderung eigentlich sein sollte und ich nur nebenbei ein paar Fotos machen wollte. Genau, aufgenommen wurde das Ganze mit der Canon 5D Mark IV, also Vollformatsensor. Und dabei hatte ich dann noch das 16-35 F4 mit Bildstabilisator von Canon, das 70-200er F4 ohne Bildstabilisator. Ja, hier in dem Fall habe ich jetzt mit dem 16-35er Bilder gemacht. Brennweitenbereich, je nach Bild natürlich, aber so zwischen 20 und 35 mm. Ich würde sagen, wir beschränken uns mal auf diesen Wasserfall. Dann hätten wir jetzt dieses Bild. Genau, da würde ich jetzt schon mal gleich sagen, dass dieses Bild rausfliegt aus meiner Vorauswahl. Das heißt, also alle Bilder, die wir jetzt gesehen haben, sind aus meiner Vorauswahl. Und da muss ich aber sagen, ja, mir ist ein bisschen zu wenig Kontext dabei. Also das heißt, man sieht eigentlich nur den Wasserfall und sonst nichts. Ja, finde ich ein bisschen ja, unruhig oder auch ein bisschen zu fokussiert, das Bild. Das heißt, ich werde eher eins nehmen von den Bildern, wo hier etwas Vordergrund mit dabei ist. Und da muss ich sagen, da gefällt mir eigentlich dieses Bild hier ganz gut, weil im unteren Bereich diese Steine so schön mit ins Bild reinstehen. Zu diesem Bild zum Beispiel, da finde ich hier beim Wasserfall die Belichtungszeit etwas ja, unvorteilhaft gewählt, sage ich mal. Hier gibt es, also das wirkt auf mich ein bisschen unruhig, was ich mit dem Bild jetzt nicht zwingend erreichen wollte. Genau, das heißt, das finde ich ganz schön, aber mir gefällt dieses Bild ehrlich gesagt besser wegen den Steinen unten drin. Und man hat noch ein bisschen mehr Spielraum beim Zuschneiden. Das heißt, somit kriegt das Bild von mir einmal 4 Sterne, was für mich heißt, das ist in der Endauswahl. Genau, dann legen wir mal los. Zu Anfang schaue ich mir aber ganz gerne hier das Histogramm an. Wir sehen in den Schatten, das sind diese blauen Bereiche, verlieren wir eigentlich so gut wie gar nichts an Details. Das ist für mich in Ordnung. Und in den Highlights ist eigentlich nur hier oben, dass wir ein paar Details verlieren. Ist, glaube ich, für das Bild jetzt auch nicht weiter schlimm, zumal wir den oberen Bereich wahrscheinlich eh wegschneiden. Das heißt, Belichtung passt für mich. Also, das heißt, wir legen jetzt hier los. Als allererstes, was ich immer mache, gehe ich hierher und stelle von Profil, von Adobe Farbe auf Kamera neutral. Man sieht zwar jetzt hier schon, dass zwischen Kamera neutral und Adobe Farbe
dass Adobe-Farbe auf den ersten Blick etwas lebendiger wirkt. Aber mir gefällt es ehrlich gesagt nicht so gut, wie sich die Farben später verhalten, wenn man ein bisschen dran rumspielt. Das heißt, ich stelle immer auf Kamera neutral. Dadurch wird das ganze Bild ein bisschen trister. Stört mich aber tatsächlich in dem Fall nicht wirklich. Genau, und dann gehe ich als nächstes her, setze meinen Weißabgleich richtig. Ich würde sagen, das Wasser hier kommt wahrscheinlich halbwegs auf Weiß hin. Mir geht es jetzt hier in dem Schritt noch nicht darum, dass die Umgebung schön aussieht, sondern mir geht es wirklich erstmal nur darum, dass der Weißabgleich stimmt. Im Idealfall müsste man natürlich hier jetzt mit einer Graukarte arbeiten. Ich gehe jetzt hier aber im Prinzip einfach nach meinem Auge. Dann gehe ich als nächsten Schritt in die Kalibrierung hinein. Genau, jetzt fange ich erstmal an und schaue mir das Bild etwas genauer an. Ich würde hier jetzt an der Stelle anfangen mit den Grüntönen. Das heißt, wir haben hier grün, hier und hier. Ja, ich sag mal, die Kalibrierung ist so ein bisschen, persönliche Interpretation für mich, wie ich meine Grüntöne haben möchte. Das heißt, ich gehe jetzt hier einmal her beim Farbton, schiebe das einmal nach komplett links und einmal nach komplett rechts. Und entscheide mich dann, welchen Look ich für meine Grüntöne haben möchte. Das heißt, mir gefallen die Grüntöne in die Richtung nicht. Ich bin ehrlich gesagt nicht so der Gelb-Fan in Fotos. Das heißt, ich möchte es eher etwas herbstiger haben. Und da finde ich es eigentlich in die Richtung hier sehr schön. Natürlich nicht so extrem. Das heißt, ich fange hier an und schiebe den Regler etwas hin und her. Schau mir an, wie es das Bild verändert. Achte hier besonders auf die Grüntöne eben. Auf die allgemeine Wirkung des Bildes. Dann schauen wir dann hier nochmal die Sättigung an. Das heißt, ich drehe es einmal komplett rauf, einmal komplett runter und entscheide mich dann, in welche Richtung ich das spielen möchte. Noch ganz unten, finde ich, verliert das Bild ziemlich viel an Charakter. In die andere Richtung ist natürlich etwas zu extrem. Das heißt, wir setzen es hier nochmal auf 0 zurück und ich gehe aber ein bisschen in die Sättigung rein. So. Dann das nächste wäre mein Primärwert Blau. Da schaue ich mir auch wieder an. Ich gehe einmal in dieses Extrem und einmal in dieses Extrem. Hier auf plus 100 gefällt es mir ehrlich gesagt nicht so. Da finde ich, dass minus 100 passender ist. Ist auch dieser allgemeine Teal and Orange Look, wie man ihn sehr oft sieht. Natürlich möchte ich ihn nicht so extrem haben. Da gehen natürlich die Geschmäcker auch immer etwas auseinander. Aber ich möchte es nicht so extrem haben. Das heißt, ich mache das hier so in dem Bereich, gehe dann aber mit der Sättigung ein ganzes Stück runter, weil so gefällt es mir ehrlich gesagt nicht. Ich finde es eigentlich ganz gut, wenn die Blautöne hier etwas trister sind, das heißt, wenn die etwas gedämpfter sind und ich hier die Sättigung runterdrehe. Ja, so gefällt es mir ganz gut. Und dann machen wir das gleiche hier noch mit dem roten Primärwert. In die Richtung gefällt es mir nicht, in die Richtung schon eher, natürlich nicht so extrem. Genau, das heißt, verschieben das hier etwas, bis es mir gefällt. Das heißt, ja, tatsächlich eine recht kleine Veränderung nur. Ja, man sieht jetzt aber hier oben schon, dass hier relativ viel, oder auch gerade diese Lichter hier, komischen Rotton annehmen. Das heißt, also hier sieht man es natürlich nochmal besonders deutlich, aber ganz rausnehmen möchte ich es nicht. Das heißt, wir machen das, sag mal so, in dem Bereich. Wir haben diese Rotfärbung hier oben immer noch. Die werde ich dann nachher mit dem HSL-Panel rausnehmen. Mir gefällt aber, wenn wir jetzt mal nur den unteren Teil hier betrachten, gefällt mir das Bild an sich sehr gut. Was ich dann meistens auch nochmal mache, ist, ja, ich sag mal, mit den Sättigungen, wenn ich mit allem durch bin, nochmal ein bisschen rumspielen. Und da kann es sein, dass man da hier und da nochmal etwas Feinabstimmung braucht. Genau, dann schaue ich mir hier noch an die Schatten, ob da eins von beidem dem Bild gut tut. Finde ich jetzt an der Stelle in die Richtung gar nichts. In die Richtung, Richtung Grün, gefällt es mir eigentlich ganz gut. Das heißt, wir schieben das ein bisschen Richtung Grün. Genau, und so gefällt mir das Bild eigentlich soweit ganz gut. Das heißt, wir haben hier jetzt schon einen gewissen Charakter auf das Bild gelegt. Man kann sich das hier auch einmal anschauen, indem man die Kalibrierung ausmacht und wieder anmacht. Ist jetzt schon etwas stilisiert, sage ich mal. Fällt mir hier aber sehr gut. Wir können uns auch mal ein Vorher-Nachher anschauen. Ich sag mal, da ist schon ein gewisser Charakter darin. Aber schauen wir einfach mal weiter. Genau, dann würde ich als nächstes sagen, nachdem wir jetzt diesen ersten Grundstein gelegt haben, werde ich das ganze Bild mal kroppen. Ich finde ehrlich gesagt, den oberen Bereich hier finde ich etwas zu ablenkend. Das heißt, den schneiden wir größtenteils raus. Ich muss sagen, momentan gefällt mir das 2:3 Verhältnis sehr gut, wie wir es hier haben. Ich
Ich denke, dass es dem Bild auch gut steht. Nachdem wir oben eh etwas Schwierigkeiten haben mit den Rottönen, kroppe ich die auch einfach ganz gerne gleich mal raus. Ich schaue mir an, wie es wirkt. Ich möchte den Wasserfall etwas zentrierter drin haben. Ich finde aber die Steine hier unten etwas zu penetrant. Ja, genau, ich würde sagen, an der Stelle gefällt mir das schon ganz gut. Worauf ich jetzt im Prinzip achte, ist, wir haben hier unsere Hilfslinien mit dem goldenen Schnitt. Ich sag mal, der Klassiker ist jetzt, dass man sein Motiv in einen Schnittpunkt dieser Linien setzt. Gefällt mir persönlich ehrlich gesagt nicht ganz. Das heißt, ich mache ganz gerne mein Motiv. Also ist in dem Fall dieser Wasserfall hier natürlich. Und das setze ich dann eigentlich ganz gerne eher Richtung Mitte, also zwar schon an dieser Zweidrittellinie orientiert, aber dann eher in Richtung Mitte. Genau, ansonsten, wenn wir es jetzt so uns einmal anschauen würden, ist natürlich Geschmackssache. Mir persönlich gefällt es nicht, weil jetzt der Wasserfall etwas zum äußeren Bereich des Bilds fließt. Finde ich etwas unpassend, das heißt, ich schiebe etwas in die Mitte. Schauen wir auch hier unten diese Pflanze an. Die können wir sogar ein bisschen hier in Richtung goldenen Schnitt setzen. Vielleicht noch etwas begradigen. Ja, genau, ich würde sagen, in die Richtung gefällt es mir sehr gut. Genau, dann gehe ich als nächstes weiter, mache einmal die Belichtung etwas höher. Das heißt, ich achte hier im Prinzip einfach oben auf das Histogramm, dass das hier halbwegs ausgeglichen ist, dass wir in den Highlights nichts haben, was klippt, dass wir in den Tiefen nichts haben, was klippt großartig. Und damit man einfach, ja, ich sag mal, alle Details gut sehen kann. Man kann das natürlich jetzt auch bis hier hin treiben, da fangen wir aber hier langsam an, dass die Highlights uns klippen. Das heißt, ich mache es so, dass das Histogramm hier halbwegs ausgeglichen ist. Wenn mir die Belichtung gefällt, würde ich sagen, schaut so ganz gut aus. Und dann gehen wir als nächstes in die Gradationskurve ein. Gradationskurve ist natürlich auch nochmal ein wahnsinnig kraftvolles Tool, um einen gewissen Look und auch einen gewissen Charakter ins Bild reinzubringen. Das ist auch sehr umfangreich, da werde ich auch wahrscheinlich nochmal ein separates Video nur zur Gradationskurve machen. Das heißt hier jetzt etwas schneller. Falls ihr euch wundert, warum das bei mir so aussieht, man kann, ich sag mal, die meisten kennen wahrscheinlich diese Kurve. Da hat man, ja, ich sag mal, da kann man die Punkte nicht wirklich bestimmen, wo die sein sollen. Das heißt, ich arbeite in den einzelnen Kanälen. Ich fange hier immer mit der Helligkeit an und ich setze mir zu Anfang immer in die Mitte einen Punkt, damit ja, einfach die Mitten schon mal fixiert sind und fange mich dann an langsam vorzuarbeiten. Das heißt, meistens ziehe ich die Schwarztöne etwas nach oben, einfach um, ja, ich sag mal so ein bisschen, ja, ich sag mal so ein bisschen so einen Filmlook zu geben. Das heißt, die Schwarztöne sind nicht tief schwarz, sondern die sind so. Also wenn wir es hier einfach mal ein bisschen übertreiben, dann wird es eher so gräulicher. Natürlich so stark gefällt es mir jetzt nicht. Ich finde es aber in so einem schwachen Maß, finde ich es ganz schön. Das heißt, wir können hier schon mal sehen, die Schwarztöne haben dann nicht mehr so einen starken Punch, sondern sind etwas gedämpfter, sage ich jetzt mal. Dann fange ich als nächstes an und setze mir einmal meine Schatten. Also klar, die Schwarztöne sind jetzt, habe ich jetzt vorher etwas rausgenommen, diesen Punch. Füge ihn jetzt aber hier wieder etwas hinzu, allerdings nicht zu viel. Ich schaue auch hier wirklich jetzt nur auf die Schatten hier unten, wie die ausschauen. Setze meinen nächsten Punkt und schaue, dass mir das Bild nicht zu sehr ins Dunkle abdriftet. Ziehe auch meine Mitten etwas in die Höhe, um wieder etwas mehr Details zu bekommen. So. Genau, mache als nächstes meine Highlights. Und nachdem mir mein Hauptmotiv und das, wo das Auge direkt hinwandern soll, ist für mich der Wasserfall. Da soll das Auge sofort hinspringen, ohne Umwege. Das heißt, wir werden auch in der späteren Bearbeitung ganz klar den Wasserfall betonen und alles andere etwas reduzieren. Das zeige ich dann später noch. Aber das heißt, den Wasserfall, den werden wir hier ordentlich betonen und etwas heller ziehen. Ich kann auch hier nochmal schauen, in welchem Bereich sich der Wasserfall bewegt. So, noch ein bisschen weiter oben. Das heißt, wir ziehen das hier noch etwas rüber. So, und jetzt fangen wir aber langsam an, hier in den zu hellen Bereichen etwas Details zu verlieren. Das heißt, ich ziehe das hier wieder etwas runter, damit es nicht zu krass ist. Genau, und soweit, muss ich sagen, gefällt es mir eigentlich ganz gut. Kann sich auch hier einmal vorher nachher ansehen.
Vorher ist es relativ eben, das Bild. Nachher haben wir hier nochmal einen gewissen Punch reingelegt. Das heißt, der Wasserfall ist für mich betont, der Rest etwas weniger betont. Und ich würde sagen, das Auge wandert schon mal sehr schnell Richtung Wasserfall. So, dann gehen wir als nächstes weiter und korrigieren hier einmal die Blautöne. Dafür fange ich an, nehme hier einen Punkt und ziehe das mal in die beiden Extreme wieder. Das heißt, einmal Richtung Gelb. Schau mir an, hilft es dem Bild oder schadet es dem Bild? Schauen wir das gleiche in den Blautönen an, hilft es oder schadet es? Und ich finde eigentlich tatsächlich, die Gelbtöne tun dem Bild ganz gut. Was man hier natürlich auch machen kann, ist, dass man nur die hellen Töne ins Gelb zieht und die Schatten ins Blau. Gefällt mir hier jetzt aber tatsächlich nicht so. Das heißt, ich finde, die hellen Töne profitieren nicht vom Blau. Also das heißt, hier in den Highlights mal zwei Fixierungspunkte setzen und einfach mal hier anfangen, bei den Schatten alles etwas ins Gelbliche zu ziehen. Können wir hier auch noch etwas mitgehen. Tatsächlich muss man auch hier bei der Gradationskurve stark aufpassen, dass man es nicht übertreibt. Es geht relativ schnell. Ja, also man muss hier sehr fein arbeiten. Das kann ich auch als Tipp geben. Ich halte nebenbei immer die Alt-Taste. Somit ist ja die Einstellung einfach etwas feiner. Und damit, finde ich, kann man sehr gut arbeiten. Fällt mir soweit ganz gut. Jetzt haben wir hier einen gewissen Grün-Touch. Den möchte ich hier raus haben. Das heißt, ich schaue mir wieder an. Ich ziehe alles mal Richtung Magenta. Finde ich, steht im Bild ganz gut. Richtung Grün eher weniger. Ich denke mal, Richtung Grün werden wir es gar nicht ziehen. Das heißt, ich nehme einfach mal einen Mittenpunkt und ziehe alles etwas Richtung Magenta. Korrigiere vielleicht die Highlights wieder etwas zurück. Ja, doch, gefällt mir gut. Und als nächstes dann nochmal die Rottöne. Das heißt, wir gehen einmal Richtung Türkis und einmal Richtung Rot. Ja, ich finde, ein leichter Rotstich könnte dem Bild ganz gut tun. Das heißt, wir gehen wieder hier in die Mitten. Ich ziehe alles minimal Richtung Rot. Hier in den Highlights auch wieder etwas zurückgehen. So, das heißt, dann schauen wir uns nochmal das Finale vorher nachher an. Vorher so. Nachher so ist wieder, ja, auf jeden Fall sehr stilisiert. Gefällt mir ganz gut. Hat einen gewissen Herbstlook. Noch uns hier auch nochmal ein komplettes Vorher nachher anschauen. Gefällt mir soweit auch gut. Aber es geht natürlich noch weiter. Dann gehe ich hier wieder Richtung Grundeinstellungen zurück. Ich sag mal, das ist was ich eigentlich meistens mache. Das heißt, ich reduziere hier einmal den Kontrast. Bringe meine Lichter oder meine Highlights etwas runter. Die Schatten etwas hoch, um etwas mehr Details ins Bild zu bekommen. So, und jetzt schaue ich mir die Weißtöne einmal an. Hier vertragen sie einen kleinen Boost und die Schwarztöne können ruhig noch etwas nach unten gehen. Ist vielleicht etwas zu viel Kontrast reduziert. Ein bisschen Kontrast darf noch erhalten bleiben. Lichter, wie schaut's da aus? Ja, können wir ruhig noch ein bisschen mehr zulassen. Genau, so gefällt es mir ganz gut. Tatsächlich hier bei dem Präsenzreiter, also das heißt bei Struktur, Klarheit, Dunst entfernen, Dynamik und Sättigung, mache ich ehrlich gesagt so gut wie nie etwas, weil ich möchte, also klar, das generell etwas, mir persönlich gefällt es gar nicht, weil ich finde einfach, das zieht so ein bisschen die Seele aus dem Bild, um ehrlich zu sein. Wenn, dann benutze ich nur den Strukturslider. Ich finde aber, wenn wir hier einen globalen Struktur, eine globale Strukturerhöhung machen, ja, wirkt das Bild eher unruhig. Das heißt, wir machen das später nur punktuell, wenn überhaupt. Das schauen wir uns dann nochmal an. Das heißt, hier sind wir soweit fertig und dann gehen wir weiter zum HSL-Reiter. So, ich habe mich jetzt entschieden, dass ich den HSL-Tab, nachdem der doch relativ umfangreich geworden ist, hier einmal abkürze. Das heißt, ich habe hier jetzt einmal die Einstellungen zu Ende gewählt. Ist im Prinzip überall relativ ähnlich. Ich habe die Rottöne etwas Richtung Orange gezogen, damit das hier oben nicht zu sehr ablenkt. Hier kann man ganz gut den Farbverlauf sehen. Ich finde es auch meistens sehr harmonisch, wenn es hier so eine gewisse Kurve ergibt. Bin mit der Sättigung eigentlich mehr oder weniger überall runter, besonders hier in den Blautönen, damit der Wasserfall nicht blau erscheint, sondern wirklich eher weiß. Mit der Luminanz auch eigentlich überall, außer im Blau nach unten, damit einfach der Fokus ganz klar auf dem Wasserfall liegt. Genau, also ich werde auf jeden Fall nochmal ein separates Video zum HSL-Tab machen.
einfach wo ich nochmal genauer erkläre, was man da alles machen kann. Ich denke aber, das wird jetzt den Rahmen dieses einen Videos sprengen. So, ich bin dann auch schon mal weitergegangen und habe hier Verlaufsfilter hinzugefügt. Das heißt, ich habe hier einfach nochmal, man sieht es ja schön im Vorher-Nachher, ich habe einfach ganz klar den Fokus auf diesen Wasserfall gelenkt. Das heißt, ich bin hergegangen und habe hier die Belichtung reduziert, die Lichter runter, Weiß runter, Struktur runter, Klarheit etwas runter und die Sättigung runter. Da werden einfach die Steine hier unten so gut wie nicht ablenken. Habe allerdings hier etwas Gelb hinzugefügt. Finde ich, steht im Bild einfach gut. Und hier oben bei den Bäumen bin ich im Prinzip eh nicht vorgegangen. Ich habe die Tiefen etwas dunkler gemacht. Ich habe Weiß reduziert, auf der Struktur ein gutes Eck reduziert und Klarheit, Sättigung auch rausgenommen. Einfach damit es nicht so sehr ablenkt. Hier bin ich mit der Temperatur etwas ins Blaue gegangen. Und habe dann hier noch einen Radialfilter über den Wasserfall gemacht. Das sehen wir hier, indem ich es wieder anmache. Das heißt, ich habe hier die Belichtung erhöht, die Lichter erhöht, Weiß erhöht, Schwarz etwas reduziert, um etwas mehr Punch reinzugeben. Und die Struktur erhöht, einfach dass hier die meisten Details sind und auch die meiste Helligkeit. Und bin dann noch hergegangen und habe hier im Prinzip eine manuelle Vignette hinzugefügt, einfach über Belichtung, damit hier der Blick nochmal stärker auf den Wasserfall fällt. Und ich finde, das sieht man ja auch sehr gut, wenn man die Radialfilter einmal ausmacht und wieder anmacht. Man sieht einfach ganz klar, okay, der Wasserfall ist hier ganz klar im Fokus. Und genau, dann gehen wir hier einmal weiter zum Color Grading. Nachdem es ja auch, ja, ich sag mal, viel hin und her war, habe ich das ja auch schon mal voreingestellt. Ich bin im Prinzip hergegangen, bin hier einmal in den Schatten, habe ich einen Blauton auf einer sanften Sättigung, vielleicht kann man hier sogar noch etwas zurückgehen. In den Lichtern haben wir hier einen Orangeton, auch mit einer sanften Sättigung, finde ich, kann man so lassen. Und hier bei den Mitteltönen zeige ich nochmal, wie ich vorgehe. Ich erhöhe im Prinzip die Sättigung immer auf ein recht hohes Maß, damit es deutlicher wird und schaue mir dann an, welche Farbe in dieser starken Sättigung dem Bild steht. Ich finde, Blau würde es hier etwas zu kühl machen. Ja, ich sag mal so, Magenta nehme ich eigentlich fast nie. Ich finde hier Orange würde passen. Ich möchte aber tatsächlich ein recht dynamisches Bild. Das erkläre ich gleich noch genauer. Und mache hier, ja, ich sag mal so, Gelb-Grün finde ich steht dem Bild gut. Reduziere die Sättigung wieder. Und nachdem die Mitteltöne schon bei relativ viel greift, mache ich hier nur eine leichte Sättigung rein und ich finde, im Verbund ist das ein stimmiges Bild. Genau, und jetzt kann man hier ganz gut sehen, ich habe hier, ja, jetzt nicht ganz, aber eine, ich sag mal, angedeutete Triade. Das heißt, wir haben hier einmal Blau, wir haben hier Orange und hier Grün. Das heißt, wir haben von jedem Kanal haben wir eine Farbe drin und dadurch hat man so eine Triade. Das heißt, ja, es ist jetzt nicht wirklich eine Triade. Also im Normalfall würde man hier einfach ein gleichschenkliges Dreieck aufspannen, dann wäre es eine wirkliche Triade. Stand im Bild jetzt aber nicht so. Ja, aber ich sag mal, es ist angedeutet. So, was man hier dann noch machen kann mit dem Mischmodus. Ich finde, viel verändert es am Bild nicht, aber doch hier und da ein bisschen was. Und dann haben wir hier noch einmal den Abgleich, wo wir quasi die Lichter und die Schatten gewichten. Das heißt, wenn wir hier eher Richtung Lichter gehen, wird das ganze Bild etwas gelber, weil wir in den Lichtern also diesen Orangeton haben. Die andere Richtung geht es eher ins Bläuliche. Und da kann man hier einfach nochmal so eine feine Justierung machen. Ich finde, in die Richtung passt es ganz gut. Genau, und somit sind wir hier eigentlich auch schon fertig. Das heißt, wir haben hier nochmal ein finales Vorher-Nachher. Ich würde sagen, es hat sich einiges getan. Wir haben das Bild auf jeden Fall wesentlich herbstlicher gemacht. Fokus. Also man sieht vorher, es ist kein wirklicher Fokus da. Das heißt, das Auge wandert etwas herum, es weiß nicht sofort, wo es hinschauen soll. Und bei unserem fertigen Bild sieht man ganz klar, der Fokus liegt deutlich auf dem Wasserfall. Der Bereich hier ist nettes Beiwerk, lenkt aber keine Aufmerksamkeit auf sich. Das hier oben ist auch nettes Beiwerk, lenkt aber auch nicht so viel Aufmerksamkeit auf sich. Und wir haben hier sogar auch so ein bisschen Linien mit drin, die Aufmerksamkeit Richtung Wasserfall ziehen. Hier auch noch und hier. Und das heißt, ja, der Fokus liegt ganz klar auf dem Wasserfall.
Und das ist das, was ich auch erreichen wollte. Genau. Damit würde ich sagen, sind wir mit meinem ersten Video fertig. Lasst mich auf jeden Fall wissen, wie es euch gefallen hat. Ich hoffe, es ist jetzt nicht zu lang geworden. Auf jeden Fall, ja, abonniert gerne meinen Kanal, liked das Video. Damit würdet ihr mir, also gerade in diesem Anfangsbereich, wahnsinnig helfen. Genau, und dann gibt es demnächst das nächste Video. Ich freue mich auf jeden Fall schon. Und ja, wünsche bis dahin eine gute Zeit. Bis dann. Ciao.